Tag. Sonne hinter mir, ich sehe nichts am Bildschirm. Egal. Der Nellinger und ich gehen spazieren. Und zwar durch ein Stückchen Wald. Gut, Wald ist vielleicht übertrieben, aber ja, so ein Stückchen mit Bäumen und so. Da sind wir jetzt locker. 7 Jahre lang nicht mehr gewesen. Wir haben ja früher eine Wohnung gehabt da in der Gegend, bevor wir in das Haus gezogen sind, aus dem ich rausgeflogen bin. Und das ist jetzt, im Mai ist dann 7 Jahre her, dass wir übersiedelt sind. Da waren wir eigentlich früher oft, da sind wir oft durchgegangen mit den Kindern, wie sie klein waren. Und halt dann auch mit dem Hund. Ja. Ja. Es ist schon ein Stück zum Gehen daher, aber wir haben es geschafft. Wir haben auch die Stelle wieder gefunden, wo es in den Wald hineingeht. Ich bin ein bisschen zu weit gegangen, weil ich das Stück zurück müssen, aber egal. Ja. Ist aber lustig, also. Sie erinnert sich dran, ne? Also man merkt dann, sie hopst dann halt herum, gell? Ich bin auch vor ein paar Tagen an dem Haus vorbei, wo wir gewohnt haben, also wo die Wohnung drin ist, und bin mit ihr die alte Runde gegangen, die ich früher mit ihr jeden Tag am Abend gegangen bin. Ja, als wäre keine Zeit vergangen, gell? Ich glaube, es hat ihr Spaß gemacht. Ja, wie auch immer. Es ist ein bisschen frühlingshaft jetzt gerade. Ich glaube nicht, dass es frühlingshaft bleiben wird. Ich meine, wir haben Februar. Da kommt wer, muss ich nicht sagen. Ja, wir haben Februar, also es wird nicht so bleiben. Es wird nochmal bitter kalt werden, fürchtig. Wahrscheinlich kriegen wir noch Schnee oder irgendeinen Schatz. Aber schön wäre schon, ne? Wenn jetzt schon noch Frühling bleiben wird. Ist schon angenehm. Da kommt was Größeres. Großer Hund. Und nicht viele Ausweichmöglichkeiten. Naja, wir werden uns da ins Gebüsch stellen. Ins Baumgebüsch. Komm her, Nili. Komm her. Kurz Pause machen. Alles gut gegangen. Na, es ist auch schon wieder. Ne? Also, irgendwelche Hundekämpfe will er sich heute, glaube ich, auch nicht mehr liefern. Zu weit gelatscht. Ja, was tut sich sonst noch? Am Vormittag habe ich ein paar Einkäufe erledigt. Heute ist ja Samstag. Und dann habe ich mich den Fenstern gewidmet, der Fenstergestaltung. Ich habe gestern kamen meine Klemmrollos, die habe ich gestern montiert. Und heute habe ich die Gardinenstangen auch zum Klemmen abgeholt. Und dann habe ich sowas wie Vorhänge fabriziert. Ich will nicht näher drauf hängen. Ist egal. Also es funktioniert irgendwie. Ne? Ich habe meine Nähmaschine nicht bei mir, noch nicht, die große, nur so eine kleine Nähfee und mit der habe ich es einfach gerade runtergenäht jetzt, damit ich es auf die Stangen geben kann, das Stück Stoff. Ja, okay, es war nochmal spannend, kleine Tücher. Da mein Bett ja, ein etwas anderes Liegeformat hat, also einzelne Matratzen, brauche ich diese Spannleintücher eigentlich nicht und zwei davon habe ich jetzt kurzerhand zu Vorhängen transformiert, mutiert, wie auch immer. Egal, es ist ein Sichtschutz, es hängt vom Fenster. Sie sind weiß, hell und freundlich und schief. Natürlich sind sie schief, weil erstens kann ich nicht gerade nähen und du kannst dein Spannlein, du kannst auch nicht, ist ja wurscht. Und dann habe ich es auch nicht gesäumt und gar nichts. Nichts, nur abgeschnitten bzw. gerissen, schief. Ja, wurscht. Ne? Das muss jetzt einmal reichen fürs Erste, weil ich gebe so auch genug Geld aus für genau solche Dinge, ne? Für Gardinenstangen und Rollos. Und eine Mikrowelle habe ich auch seit gestern, da bin ich sehr froh, ich habe sie noch nicht ausprobiert. Mikrowelle mit Grillfunktion, also für theoretisch kann ich da eine Pizza reinhauen und meine überbackenen Brote machen. Ja, theoretisch, wie gesagt, noch nichts ausprobiert. Und die ist ohne Drehteller. Ich wollte unbedingt jetzt eine ohne Drehteller. Ich hasse diese Drehteller. Ich weiß nicht, was das für Erfindung ist. Früher gab es die auch nicht. Und die ich jetzt habe,
hat, oh, das sind lauter Käfer, hat, ja wirklich, hat am Baum, hat, also die Mikrowelle jetzt hat einen Keramikboden. Jo, das scheint was Neues zu sein oder auch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es das eh schon seit 5 Jahren. Ich habe es noch nicht gesehen, ich kenne das nicht. Jo. Die habe ich halt jetzt. Also das Stück Wald ist länger, als ich es in Erinnerung habe. Das muss ich auch sagen. Aber ist okay. Ist okay. Das ist echt angenehm draußen. Die Jacke ist schon fast ein bisschen zu viel, aber ohne wollte ich auch nicht gehen. Und dann habe ich heute so einen Beutel da umhängen. Den habe ich noch nie benutzt, seit ich ihn habe. Ich wollte ihn schon wegschmeißen, weil ich immer dachte, ich habe den und benutze ihn nicht. Und heute ist der Tag X. Heute kann man zum ersten Mal jetzt eben in Verwendung. Und ich finde es so gar nicht schlecht. Also gerade für sowas wie Hunderunde. Ne? Ich glaube, wir sind schon seit einer Stunde unterwegs. Und ja, jetzt wird mir schon ein bisschen fad und nehme jetzt ein Video auf und rede mit mir selber. Jetzt sind wir dann gleich wieder vorne auf der Straße und da sind Leute. Hey. Strickzeug habe ich auch mit, also für den Fall, dass ich das Bedürfnis habe, mich auf ein Bankerl zu setzen. Vielleicht mache ich das noch, dann packe ich mein Strickzeug aus. Ich habe die Stulpen mit, die Beinstulpen, wo bis jetzt eh nichts weitergegangen ist. Ja. Was gibt es sonst noch? Ich weiß gar nicht. Ne? Irgendwie ist das alles anstrengend momentan für mich. Also so neben der Arbeit. Ich mache alles neben der Arbeit. Und jo, bin die Woche auch autolos gewesen, weil die Tochter mein Auto hat. Und da geht halt dann auch nicht viel weiter. Ne? Schränkt ein bisschen ein. Weil große Trümmer irgendwie führen, also im Bus oder so, das ist dann auch nicht. Ne? Ja, deswegen habe ich noch die Mikrowelle bestellt und liefert lassen. Ja, nein, ich war schon in einem Geschäft, auch ich habe mir die angeschaut, so ist es nicht. Ich habe mir alle Modelle angeschaut, die dort waren, mir hat nichts gefallen und dann habe ich mir die bestellt, das ist mir zu blöd. Genauso wie ich mir jetzt eine Couch bestellt habe, weil es mir einfach zu blöd ist. Es war ein super Angebot, muss ich sagen, und sie ist in der Farbe, die ich gern hätte. Und sie hat alles, was ich gern hätte, nämlich eine Schlaffunktion und einen Bettkasten drunter. Und von den Maßen her passt es auch. Und wie gesagt, war eine super Aktion. Ja, muss ja da jetzt 3 bis 4 Wochen drauf warten, aber das ist ja das Typische. Ist ja normal bei Möbelzeugs. Einmal wochenlang drauf fort. Ja, aber auch die habe ich jetzt einfach bestellt, ohne Probesitzen. Hopp oder drop, ne? Dem Mutigen gehört die Welt. Manchmal muss da was riskieren. Ja, ich mag nicht, ne? Ich mag nicht. Kein Bock. Ich bin im ganzen Leben schon so viel durch diverseste Möbelhäuser gerannt. Also die sind ja da bei uns heraus. Wenn man zu einem Möbelhaus fährt, ist man auch bei allen anderen, weil die sind alle nebeneinander. Und ich war schon so oft in allen und da geschaut und dort geschaut und dann suchst, ich weiß nicht was, ein Regal und dann rennst von einem zum nächsten, weil bevor du nicht alle gesehen hast, ne, ich weiß das nicht, ich mag einfach nicht mehr, ich habe das so satt, ich bin das so leid, ich mag einfach nicht mehr. Ich muss jetzt eher Montag, habe ich frei, da werde ich zum IKEA fahren, da wäre wieder Auto, hoffentlich, und dann muss ich schauen wegen einem Tisch, ich muss mir den muss ich mir tatsächlich anschauen, weil ich werde nicht schlau aus der Beschreibung im Internet, also von den Maßen her. Der ist nämlich zum Aufklappen. Also nicht so ausziehbar, die Tischplatte, sondern zum Hochklappen. Und bei den Maßen weiß ich nicht, was die da angegeben haben, mit hochgeklappt oder nicht hochgeklappt, keine Ahnung. Also das muss ich mir anschauen. Ich benutze auch meine Wollkisten dafür, also ich stelle die dann so entsprechend der Maße hin, damit ich ein ungefähres räumliches Vorstellungsvermögen habe von dem, wie das dann ist, wenn dort ein Tisch steht zum Beispiel. So mache ich das. Ja, ich muss mir das immer alles visualisieren können, sonst kann ich mir das nicht vorstellen. Ja, es tut sich sonst nur eigentlich nichts. Ich kann nicht behaupten, dass es sonst das reicht. Ja, das ist eh genug. Genug Damm im Moment. Ja, jetzt sind wir dann fast wieder auf unserer alten Runde, die ich vorher erwähnt habe. Ein Stück noch. Obwohl, da sind wir auch hin und wieder. Also, ihr kennt ja die Gegend.
Menschen. Muss ich mir unterbrechen. Schauen deppert. Ich schaue dann halt deppert zurück. Aber ja, wir werden aber jetzt nicht mehr die alte Runde angehen. Ich denke, wir werden uns jetzt dann in die Straßenbahn setzen und die drei Stationen heimfahren. Weil ich glaube, wir sind genug gelatscht. Und vorne sehe ich nur Straße und Autos und Verkehr. Und das ist ja nicht lauschig. Obwohl, wir könnten da hinten durchgehen. Gehen wir da hinten durch. Sie wird mich hassen am Ende des Tages. Aber sie wird gut schnarchen, wenn wir dann daheim sind. Ja, man muss das schöne Wetter auch nutzen. Ne? Ja, wir nutzen es jetzt einfach. Wir gehen da durch. Ich denke, sie schafft es. Und wenn nicht, dann trage ich es. Euch wünsche ich was. Dickes Bussi auf eure Bauches. Patschi.